bin ich wieder, und zwar jetzt am Schreibtisch. Oh, dieses Video, also ich bin hier seit einer halben Stunde am Rumrennen und Sachen zusammensuchen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute nicht so ganz mein Videotag ist, dass ich irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ich weiß auch gar nicht warum, so aufgeregt bin wegen dieser Verlosung. Es ist total bescheuert, ihr müsst da vorne da zu Hause sitzen und denken, warum ist sie jetzt aufgeregt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich aufgeregt bin, aber irgendwie bin ich aufgeregt. Ich habe dieses Gefühl, ich vergesse die ganze Zeit über die Hälfte und bin irgendwie ganz hibbelig. Es tut mir ganz so leid. Aber wir kommen jetzt zum Basteln und ich kann mich zwischen zwei Ideen für Lesezeichen nicht entscheiden und deshalb denke ich mal, machen wir einfach mal alle beide. Ich verlose einfach dann beide Lesezeichen und hoffe, ihr habt, wie gesagt, ein bisschen Spaß dabei. Die Box ist ja schon recht gut gefüllt, aber wie gesagt, Lesezeichen fehlen noch und ich habe voll Bock, welche zu basteln. Und habe, wie gesagt, auch zwei Ideen. Einmal welche mit dem Glitzer, das ihr jetzt schon von vorhin kennt und das ihr von der Lux Geburtstagsaktion kennt. Ich habe jetzt eben gerade noch mal schnell eine Runde auf dem Boden gesessen und das wieder zusammengesammelt. Alles so. Sprich, es sind so ein, zwei Fusselze mit drin, aber ich denke, das wird für das Lesezeichen keinen Abbruch tun. Und dann habe ich noch einen anderen Sherlock-Comic und zwar vom Jahr 2016, auch so ein gratis Sherlock-Holmes-Comic. Und die Zeitreisenden, das komplette erste Album. Es gibt so ein, zwei Bildszenen, die ich ganz, ganz cool finde, so als Ausschnitt. Und ich dachte, ja, mache ich äußerst ungern, so etwas Ähnliches wie ein Buch oder ein Comic oder wie auch immer, auseinanderzuschneiden. Aber wir werden dieses hier jetzt ein bisschen zerlegen. Was wir außerdem brauchen, ist Klebeband, durchsichtiges. Ein bisschen hübsches Papier, so ein bisschen, das sind so Blöcke mit Motivpapier, das so ein bisschen fester auch ist und Pappe ähnlich. Ihr kennt die Dinger wahrscheinlich, solche Designblöcke, davon habe ich diese drei verschiedenen Stück. Bleistift ist nicht verkehrt und ganz normales, weißes, dünnes Kopierpapier. Dann noch Klebe. Ich habe hier so eine Tube Flüssigkleber. Der eignet sich vor allem schön auch so für Fotos zum Einkleben, weil man die überschüssigen Sachen wieder wegreiben kann. Das finde ich immer ganz cool. Und noch jede Menge Bänder. Das sind irgendwie coole Bänder, die ich mal um Geschenke bekommen habe, also die um Geschenke drumherum gewickelt waren und die ich so hübsch fand. Und vor allem viele Bänder. Die kennt ihr bestimmt alle, die bei Klamotten mit reingehängt oder reingenäht sind, zum besseren Aufhängen. Und da ich meine Shirts meistens eh zusammenfalte und dann hinlege und diese Dinger mich immer nerven, wenn sie dann rausgucken oder so etwas, schneide ich sie vor dem ersten Mal Anziehen raus. Also keine Sorge, die sind jetzt nicht irgendwie dreckig oder so. Ja. Und dann wollen wir mal anfangen. Ach, guten Morgen, eine Schere wäre auch nicht schlecht. So, und fast vergessen, eine Schere. Ich sag ja, heute ist irgendwie ein durchgeknallter Tag. Ich stehe die ganze Zeit über auf, weil ich die Hälfte vergessen habe. Und ohne Schere kommen wir nicht so weit. Wir fangen an, oder ich fange an, mit dem Sherlock Holmes Lesezeichen. Ich hatte hier schon mal so ein bisschen drin rumgeblättert und durchgelesen und mir so ein paar Stellen rausgesucht, die ich ganz cool finde. Ich möchte aber so ein längliches Lesezeichen haben, das man gut reintun kann. Sprich, ich bräuchte auch ein Motiv, das länglich ist. Also solche Szenen wie hier zum Beispiel, die funktionieren, glaube ich, nicht so gut, wenn ich hier versuche, so eine Szene rauszunehmen. Ich glaube, das sieht nicht ganz so cool aus. Ich hatte mich entschieden für diese Szene, da sitzt Sherlock Holmes am Bett von einer Frau, die im Krankenhaus liegt, im Koma, und er liest ihr vor. Und ich dachte, guck mal, da ist ein Buch mit abgebildet. Oh, das passt dann doch ganz schön, wenn ich hier diese
Sequenz nehme oder hier so ein bisschen schräg werde, weil ich diese Zeichnung auch ganz cool finde. So, und dann habe ich solch ein durchsichtiges Lesezeichen mit abgerundeten Ecken, das ich ganz cool finde, das mir jetzt als Schablone dienen wird. Es ist ein bisschen zu lang, aber das macht ja kein Problem. So, und dadurch, dass es so ein bisschen durchsichtig ist, kann man sich ganz gut hier die Szene raussuchen, die man dann letzten Endes als Lesezeichen haben möchte. Ich habe hier jetzt zum Beispiel von, so nur als Beispiel halt, das Eselsohr von Lovely Books, und das ist so 14 cm lang, gute 14 cm lang. Also können wir auch so auf 14 cm, was ungefähr hier ist, gehen. Zeichnen wir das an. Tada! Und dann haben wir hier so unser Lesezeichenmotiv. Habt ihr, wie gesagt, hier schon mal den wichtigsten Part, so to say. Oh, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Woo. Aber da das zu labbelig ist und ein Lesezeichen immer ein bisschen langweilig aussieht, meiner Meinung nach, wenn es eben nur einseitig ist, kommt noch was auf die Rückseite und die müssen wir eben zukleben, weil es, wie gesagt, sonst zu dünn ist. Und ich mag Lesezeichen mit einem Band ganz gerne. Deshalb suche ich mir aus meiner kleinen Box ein Band, ein dünnes, das ganz gut farblich so mit dazu passt, zu unserer Vorlage. Ich könnte mir hier das Grüne zum Beispiel ganz gut dafür vorstellen oder auch das Weiße. Ich denke, ich werde es mal mit dem Grünen versuchen. Grünes Band, Schablone Nummer 1. Und dann kommt das Motivpapier zum Einsatz, weil wir eben was Stärkeres, was Festeres brauchen, dass das Lesezeichen auch stabil macht. Ich denke, zu dieser Optik passt vielleicht etwas aus diesem Block ganz gut. Ich denke mal, dieses hier finde ich ganz gut. Oder eventuell das dort, das gucken wir jetzt mal in Größe uns an. Ja, ich denke mal, wir gehen mit dem hier. Das brauchen wir wieder so ein bisschen als Schablone. Läuft bei mir. Ihr Lieben, da das Ding zu wabbelig ist, rutsche ich da immer rein. Also brauche ich wieder dieses gute Stückchen hier, um das ein bisschen fester machen zu können. Und na gut, egal. Wir machen es jetzt nochmal. Ich bin am Failen. Das läuft mal wieder alles richtig gut. So, einmal ganz kurz wegen der Länge kontrollieren, ob das so hinhaut. Und da merkt man auch schon, wie ich hier bei der Ecke zum Beispiel nicht ganz sauber war, dass das nicht so ganz hingehauen hat. Eben gerade beim Nachzeichnen. Die versuche ich nochmal ein bisschen runder zu machen. Upsala. Dasselbe Spiel wieder nochmal. Falten kriegt man immer noch mal raus, aber größere eben leider nicht. Und dann drehen wir das einfach um. Ah, nein, 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 nein. So. Und hier unten bin ich anscheinend doch ziemlich, ziemlich schräg. Oh Gott, oh Gott. Und ich muss die SD-Karte wechseln. Oh, heute ist ein Traum.
Und schon wieder, man sollte auch auf Aufnahme klicken. Oh, es ist schlimm. Also, ich habe versucht, das jetzt einigermaßen ordentlich hier von zwei Seiten zu bekleben. Es ist echt schwieriger, als ich es gedacht hätte, weil ich halt unten schräg gekommen bin und weil es alles irgendwie... Ich habe heute anscheinend nicht so ganz meinen professionellen Tag. Wenn euch das zu unprofessionell, zu hässlich, zu was auch immer ist hier mit den Lesezeichen, kann ich das auch verstehen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, also den Tee hättet ihr schon ganz gerne und die Bücherbox an sich, aber die Lesezeichen findet ihr ganz, ganz daneben. Dann schreibt mir das auch gerne, dann finden wir da eine andere Lösung. Ich bemühe mich, ich versuche es zu retten und zu kitten, aber irgendwie ist heute anscheinend nicht so ganz mein Tag, an dem das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich habe mir das so schön ausgedacht. Menno. Ursprünglich wollte ich noch etwas anderes für und mit euch zusammenbasteln, was aber noch komplizierter gewesen wäre als dieses hier. Ich denke, das werde ich mal irgendwann machen, wenn, keine Ahnung, ich professioneller schon bin, wenn das alles funktioniert hat, wenn, keine Ahnung. Ach, und was ich noch sagen wollte, wenn ihr Video-Ideen habt, Video-Wünsche habt, dann schreibt sie mir immer gerne. Ich weiß nicht, ob euch noch irgendwie was auf diesem Kanal fehlt an Content, ob ihr gerne zum Beispiel mal ein Q&A möchtet oder so etwas. Dann müsstet ihr mir allerdings auch Fragen stellen. Ob ihr mal, keine Ahnung, ein What's in my bag Video haben möchtet oder... Ach, es gibt da ja inzwischen so, so viel. Oder ob ihr mal einen coolen Tag irgendwo gesehen habt, auf den ihr Lust habt, dass ich den mache... Egal was es ist, wenn euch danach ist, dann könnt ihr das mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ich das cool finde, dann mache ich das sehr, sehr gerne nach. Lass los, lass los. Retten, was zu retten ist. So, es ist jetzt einmal grob laminiert, dass es so ein bisschen glänzt und ein bisschen fester ist. So, ihr Lieben, diese erste Schicht Laminat ist nicht unbedingt dafür da, dass es komplett zusammenhält. Das ist noch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern erstmal, dass es ein bisschen stabiler ist, das Ganze. Dass es ein bisschen glänzender aussieht, also wenn ihr einfach nur ein Stück Papier habt oder so etwas und das als Lesezeichen benutzen, wird es ja nach kurzer Zeit ganz, ganz ödelig und schmodderig und so etwas. Und dafür ist diese erste Schicht Laminat gut, dass da eben das Papier nicht so super angegriffen wird. Aber dadurch, dass ich jetzt an den Seiten so viel wegnehmen musste, kann es sein, dass es recht schnell wieder auffächert. Deshalb werden wir es jetzt noch einmal so mit ein, zwei Streifen vorsichtig einbinden, damit es diese beiden Teile eben zusammenbleiben, wenn der Kleber auch irgendwann nicht mehr zusammenhalten sollte. Ich glaube, dieses ist das aufwendigste Video, das ich jemals gemacht habe. Aber es macht auch irgendwie Spaß. Also. So. Und dann schön straff. Und schön noch mehr Falten reinbasteln. Genau so wollte ich das nicht. Schön wieder nachpolieren. Dadurch kriegt ihr nochmal so kleine Luftblasen ganz gut raus und auch diese Übergänge recht gut gerade. Wenn ihr da mit dem Geodreieck oder mit dem Lineal oder ähnliches nochmal ordentlich rüber geht. Das geht eigentlich immer ganz gut. Und ich habe tatsächlich, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht in diesem Laminieren, aber jetzt habe ich tatsächlich so viele ordentliche kleine Fehler reingebastelt. Es tut mir so leid, dass das so unprofessionell ist. Ich habe nie gesagt, dass das hier professionell wird. Und zur Sicherheit machen wir hier unten noch einen Streifen drauf. Ihr nehmt wieder einen langen Streifen. Klebt ihn mit der oder legt ihn vorsichtig mit der klebenden Seite nach oben.
So. Dann vorsichtig und einigermaßen gerade. Und schön straff. So. So sollte das aussehen. So geht das professionell. Bäm! Genauso wollte ich das ursprünglich auch bei den ersten 50 Malen. Und das ist dann Lesezeichen Nummer 1. Ihr seht, es glänzt schön. Es sieht fast schon professionell aus, wenn hier mir nicht so eine schöne Kante reingeballert gekommen wäre. Und wenn ich dieses hier nochmal ordentlich kurz mache. Das ist es jetzt endlich schweißtreibend und nach Ewigkeiten. Tada! So sieht Lesezeichen Nummer 1 aus. Ihr seht, es ist ein bisschen immer noch wabbelig und auch nicht so dick. Das finde ich immer ganz schön, wenn das in den Büchern nicht so fett ist und dann so doll aufklafft und so. Aber es ist ein bisschen geschützt vor Witterungen in der Handtasche oder ähnliches. Es hat ein Lesebändchen, auch wenn das jetzt nicht irgendwie flexibel ist oder so etwas. Aber so kann es doch oben aus einem Buch rausgucken. Und es sieht schon fast professionell aus, hätte ich mir hier nicht so ein, zwei Kanten reingekloppt. Aber so sieht es jetzt aus. Das war auf jeden Fall Lesezeichen Nummer 1. Schweißtreibend, ich bin hier völlig am Verzweifeln zwischendurch gewesen. Tschüss, Sherlock.